Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Goat Simulator, zu Goat CZ, wie DZ oder C oder was auch immer. Meine Wenigkeit und? Jessica, hallo. Ja, hallihallo. Ja, meine Lieben, wir haben uns entschieden, wir werden noch einen Part machen, denn es ist hier auch, finde ich, es ist leider Gottes durch diese Zeit Geschichten, sage ich einmal, ziemlich lähmend, hier euch eine coole. Ein cooles Let's Play, ja. Ein cooles Video zu zeigen. Denn wenn man immer nur aufpassen muss, dass man irgendwas auf Zeit dann finden kann, es dauert, das ist einfach nur lähmend. Also ich weiß nicht, mir gefällt das überhaupt nicht, ja, wenn ich immer auf die Zeit gebunden bin. Ich will das in Ruhe absuchen und euch, aber das funktioniert so irgendwie nicht. Das ist schade. Und ja, deshalb werde ich dann wieder schauen, dass wir alles sammeln und werde ich euch dann das wieder zeigen. Aber boah, schade, das ist Sandburg gewesen. Ja, ja, es ist schade, es ist wirklich schade, dass das mit der Zeit, dass das so auf Zeit geht. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon im letzten Part nochmal gesagt, ich schaue mich nochmal um in der Höhe. Genau. Ich suche jetzt in der Trampolin. Ja, ich probiere auch noch zwei, drei Sachen aus. Will den Hau den Lukas probieren noch. Und wie gesagt, und dann diese, die ganzen goldenen Ziegen, die werde ich dann auch so offline dann wieder versuchen zu einzusammeln. Und ja, es ist so schade irgendwie. Ach Gott, dass man da stirbt und so. Ich meine, ich lasse mich sogar einreden, wenn man. Das könnte es mit dem Boot das auch noch ausprobieren, gell? Ah ja, jetzt, ja, das stimmt. Das Oh, wäre noch. hier ist Geld. Hier ist ganz schön viel Geld. Sie sind sehr reich hier. Jetzt ist ein Zombie. Ich glaube, jetzt kann ich das Geld mitnehmen. Ich war gerade sehr nett und habe gerade eine Hochzeit gecrasht. So, genau. Jetzt habe ich einen Trampolin. Ich möchte jetzt noch mal auf einen Hochbunk, dann gehe ich noch mal zum Zirkus, aber ich glaube, das machst eh du auch. Ja, in Zirkus gehe ich auch, weil dann bin ich auch den Lukas spielen. Okay, ja, ich würde mir noch mal zumindest probiere ich. Diese Show hier, ob man da auch nicht noch was machen kann, irgendwie raufgehen kann oder so. Dann müsste ich noch mal gucken. Ich glaube, fast das Ziel des Spiels ist es, irgendeine gewisse Zeit zum Überleben. Also die, ich glaube ich weiß auch, jetzt. nicht, ist es eine Woche oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil sonst wäre das so wie so Tag 1, Tag 2 des Ausbruchstag. Ich glaube, da muss man eine gewisse Zeit muss man überleben. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, vielleicht will ich mal so eine. Ich habe keine. Ich bin tot schon Ja, wieder. ich Das soll geht. auch. Ah, das ist so öde. Ach Gott. Ja, das ist fad. Es ist fad. Das. Sowas gefällt mir nicht. Das gibt mir nichts. Jetzt muss ich wieder warten. Ach Gott, das ist so Ja. fad. Es ist fad einfach. Schau, da oben ist ein Paraglider, das wäre auf dem Dach. Oh Gott. Wollte ich Da sagen. wäre so, da gibt's so coole Sachen zum Anschauen. Aber es funktioniert nicht, weil man einfach keine Zeit hat. Du bist auch gleich wieder tot. Es ist die ganze Hungerleiste ist schon wieder aufgebraucht. Ah, das ist ärgerlich. Ich meine, Spiele machen jetzt schon Spaß, Ja. wenn es jetzt mit der Zeit nicht wäre. Seht, jetzt bin ich auch Na, wieder tot. man hat keine Zeit, dass man ein bisschen was in Ruhe absucht und anschaut. Das ermüdet dann, ich weiß nicht, das gibt mir gar nichts dann. Schade, das ist ja. Wenn zumindest die Zeit ein bisschen länger wäre, bis man da Nein, stirbt. es ist eh cool, dass man immer was essen muss, aber wenn man da nichts mehr findet, oder das ist ja jetzt nicht so das größte Problem, aber wenn die Zeit jetzt so schnell geht und man will sich auch noch was anschauen und Ja, aber so. so zum Erkunden oder so ist das überhaupt nichts. Und es ist so eine schöne Gegend, Ja, das eben. ist auch Nein, es gäbe schön. so viele Sachen zum Erkunden und Spaß haben und irgendwas Cooles machen und so, aber das kann man nicht, wenn man. Blödsinn machen wir Das was. ganze Spiel beruht nur auf das, dass du ständig Warst du im schaust, Hotel dass du was schon? zum Essen hast. Warst du in dem Hotel schon? Ja, man hat die Zeit gar nicht viel, dass man was macht. Es funktioniert nicht. Ich muss immer nur schauen, dass ich Essen finde. Aus dem besteht das komplette Spiel, dass ich Essen finde. Und Ja, das ist traurig, das ist man hat schade. inzwischen mal ein bisschen Zeit, versteht uns nicht falsch hier, aber es ist halt jetzt nicht so die Zeit, dass man
halt jetzt irgendwie schön irgendwas. Nein, ich will auch Spaß haben, will das auch Sachen ausprobieren, will ein bisschen, aber es funktioniert so nicht. Das klappt so irgendwie nicht. So, kann ich den jetzt da nehmen? Wie komme ich rein? Wie hau ich denn eigentlich den Lukas jetzt da nach oben? Boah, die Tiere sind ja okay, das haben wir schon mal gehabt. Ist da irgendein Schwerer dabei? Jetzt sind wieder auch nicht. Wo bin ich jetzt schon wieder? Vielleicht noch eine höhere? Gehen wir mal auf diese höhere, wir haben da einen Menschen. Genau. Ach Gott. Hier hat man jetzt auch einen schönen Ausblick, muss ich sagen. Über die Stadt. Genau, ich zeige euch das hier nochmal. Da waren wir ja auch noch nicht bei den ganzen. Ja, wir waren bei so viel noch nicht. Aber wie gesagt, es macht so keinen Spaß, wenn. Jetzt bin ich irgendwo und im Nirgendwo. Das ist nicht der. So, ja, machen wir das jetzt nochmal. Machen wir uns nochmal Redstone und dann. Ja. So, ich komme nochmal zurück. So, und los. Genau. Ja, das hast du eh auch schon gemacht. Okay. Mit mehr Schwung hast du es gemacht. Ja, das war auch nur die. Ich hab doch. Ich bin gleich wieder tot. Es ist. Ach, jetzt muss ich wieder was zum Essen holen. Für die Aussätze. Ich hab doch die Engelsziege. Die will ich ja gar nicht. Man kann mehr gleichzeitig auch machen. Es ist. Hallo, kannst du bitte? Ach hallo? Gott. Hallo? Hallo? Ja, super. Ja. So, das geht jetzt so eine Minute, kann ich auch wieder nichts machen. Was wollte ich noch machen? Ich wollte mit diesem Boot rausfahren. Aber wenn ich, das sterbe ich ja dann dabei noch. Auf dem Weg sterbe ich ja wirklich nichts mehr zu essen. Das ist so wirklich. Schließe das, finde und bringe die Tonnen zurück. Wohin zurück? Zurück. Wohin zurück? Keine Ahnung. Die Tonnen. Welche Tonnen? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist dieses Boot, okay? Da gehen wir dann auch nochmal hin. Aber vorher müsste ich noch was essen. Und wo ich das zu essen finde, weiß ich auch nicht. So, irgendwie da mal hier die Frage. So. Ich glaube, Tonnen zurück. Moment, na, oder? Muss ich die da? Na. Jo, da muss ich sie erst. Ah, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, okay, warum so war doch? Weil wo sind die anderen dann? Boah. Okay. 8 von 32, wow. Ein Viertel haben wir schon. Wo ist bitte, wo sind die anderen Tonnen? Aber ich habe doch da irgendwo schon Tonnen gesehen. Jetzt habe ich ja gesagt, ich gehe jetzt mal zu dem Boot. Es war in diese Richtung, glaube ich, irgendwo. Das ist TNT. Aber ich habe das eh schon vergessen, deswegen gehe ich hier nochmal zum Trampolin. Jetzt weiß ich noch, wo das ist. Oh, doch nicht. Naja. Keine Ahnung, ich gehe mal hier ein bisschen höher, dass ich da mehr sehe. Ja, das kann man nicht vorstellen. Los.
Ich habe doch Tonnen ja schon gesehen. Wo waren die? Boah, wo waren die Tonnen? Mit so einer Biene drauf. Die habe ich ja schon mal gesehen, wo. Ja, es wäre so schön, wenn man jetzt da was entdecken kann und so, aber leider Gottes läuft die Zeit dann gleich wieder ab. Man hat dann keine Zeit wahrscheinlich mehr. Oh nein, jetzt war ich auf diesem Paraglett. Habt ihr das jetzt gesehen? Kurz aus dem Augenwinkel. Ich versuche nochmal raufzukommen. Ah, da oben war glaube ich einer, oder? Ja. Ach Gott, das Essen schon wieder gleich. Ich hasse es. Ich werde gleich aggro. Ich werde gleich aggro. Oh. Okay, jetzt ist das da gekommen. Das holt er, da gibt es Essen drinnen und alles Mögliche. Und die erste Hilfe. Die ist, glaube ich, wenn der erste Hilfekoffer, der tut das komplett aufladen. Super. Danke. So, noch eines. Ja. Da macht er da einen Buch. Also ich bin kurz auf den Paragleiter draufgekommen. Das wollte ich ja auch nochmal versuchen. Ich hab auch versucht, mich irgendwie mit der Schule festzumachen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich werde es nicht überleben. Und warum werde ich es nicht überleben? Weil ich nichts zu... Ah, da, Gott, bitte. Ja, Gott sei Dank ist hier das Feld mit dem Essen. Wow. Ich darf aber auf das Boot auch noch gar nicht ankommen, weil wenn ich ankomme, auch nicht durch, fährt es ja gleich los, wie ihr auch schon in den früheren Parts gesehen habt. Immer da noch ein Hauptspiel angenommen. Da muss ich auch komplett bereit sein. Okay, ich mache mich jetzt auf die Reise. Man muss sich festhalten mit Zunge, gell, sonst... Ach, auf den Menschen ist nicht so gut, oder? Ja, nicht so wirklich. Noch einmal, sonst... Schnell. Ja, ich kann ja. Ah ja, hängst du. Okay. Nein. Nein, du bist Ragdoll, oder? Darum. Kann sich nichts machen, glaube ich. Ja, aber anscheinend geht's doch irgendwie. So, ja. Wie komme ich? Wo ist? Also ich fliege auch gar nicht raus. Frag dich nicht, wie das geht. Wo ist das? Da muss doch noch eine. Ah, wo ist die? Irgendwer ist tot. Oder? Was ist jetzt passiert? Ha? Hallo, ich. Mit einer Zeitlupe. Okay. Ah, okay. Oh, was ist da los? Okay. Okay, was wird das jetzt? Ist Legende rausgefallen? Perfekt. Ich bude sie jetzt offen. Warst du angehängt mit der Zunge? Nein. Ja, drum wahrscheinlich, ne? Sonst aber setzt das. Ich würde es noch einmal probieren. Ja, ich bin eh auf dieser Insel. Ja, da waren wir schon mal. Oder? Aber ich glaube, du hättest dich fest trotzdem müssen. Dann wäre am Schluss das nicht passiert wahrscheinlich. Ich glaube fast schon. Ich mach's. Ja. Ich würde es auf jeden Fall noch einmal probieren. Oh. Also ich bin so dämlich. Warte, bis ich andere Spieler. Ja, bitte, wo ist die dritte Tonne? Kannst du mich mal retten kommen, aber ich bin irgendwo mitten im... Ich bin selber gleich tot. Ich hätte zumindest nur schnell die Tonne finden wollen. Nur, dass ich weiß, wo die Tonne ist, aber man hat keine Zeit. Man hat einfach keine. Da ist auch noch eine. Schau dir das an. Ah, ja, na, sehr... Ah, ich bin... Ah! Du bist da bei mir. Geh da runter. Ja, ich bin da im Wasser. Ja, aber es bringt auch aber nichts im Wasser, kann ich damit. Ja, komm, ich weiß ja nicht, was du bist. Schwimm mal um die Insel und dann... Ja, dann war es noch Glück im Unglück, ne? Ja, du findest mich immer wieder. Ja, das war mir Zufall, dass ich da reingefallen bin. Wiederbelebt, aber dafür sterbe ich jetzt, ne? Jetzt sind wir wieder da, wo das Ding Edis war, ne? Okay. Ach Gott, wenn ich wüsste, wo die Tonne ist. Oh. Die da oben vielleicht? Hab ich. Hier ist wieder so cool. Ist da oben eine Tonne? Das sind alles Zombies. Ich muss die töten, vielleicht geben die Hirn her. Gebt mir Hirn. Haben wir schon vorhin wie Hannibal. Lecter. Ja, da geben wir wirklich ein Hirn. Oh, das steht ganz schön viel. Oh, das Hirn gibt viel. Es gibt viel Energie. So ein gutes Hirn da. Nam, nam, nam.
Mein Hirn, mein Hirn schwimmt weg. Okay. Es ist Ey, wo ist schlecht. mein Hirn? Ey, ah, hier, es schwimmt hier. Ah, ich will schon wieder weg. Aber ich glaube fast, dass das gar nicht gut ist. Das ist nur momentan, aber das glaubt er. Ja, es hat mir jetzt irgendwie auch nichts gebracht. Es ist wieder alles weg. Ach, wo ist die dritte? Na, ich glaube, ich muss dann offline. Das muss man, glaube ich, auch. Ist das noch störend genug? Ach Gott, wenn man da länger Zeit hätte. Ich. So. Da zumindest lassen wir noch diese eine goldene Ziege. Ach nein, nicht runterfallen. Ja, wenigstens das hat noch geklappt. So, 9 von 32. Ich liege am Parkplatz hier. So, war da noch was? Da ist das, die Wäsche, das Wäschestück, mit dem kann man auch was machen. Okay. Ah, ich muss da noch einmal dann. Zwei habe ich ja da schon gehabt, ne? Ich laufe nur im Kreis. Ich glaube, du musst auf die andere Seite. Na, ich wusste besser tot. Ich hab nur mal auf meinen Tod gewartet. Okay, ja, meine Lieben. So schön es auch ist. Aber es ist irgendwie, umso länger man dann spielt und vor allem auf Zeit dann spielt. Das ist dann ärgerlich, weil dann will man was machen und dann ist die Zeit abgelaufen und. Wie gesagt, wie ihr es jetzt auch gesehen habt, ich brauch nicht wirklich viel erklären dazu. Es ist schade, ich bin von Haus aus nicht gern auf Zeit, so Zeitsachen. Und wenn man dann nicht in Ruhe was erkunden kann und so. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist schade, das ist nur das Halbe für mich. Ich hätte euch noch so gern die nächsten 100 Dinge gezeigt. Ja, aber es ist halt, wenn du immer Aber es ist nebenbei echt. schauen musst, dass du genug Essen hast und dann stirbst wieder und da Es ist verbringt man echt mehr Zeit blöd. mit dem Essen suchen, als eigentlich mit dem Genießen des Spiels. Das kann man gar nicht, ne? Wie gesagt, ich hätte gesagt, noch so Wenn es viele wenigstens Dinge. einen Modus geben würde, wo man. Da habe ich mich jetzt auch nicht richtig Ja, es gibt entschieden. so viel Da nicht. waren so viele Geschäfte zum Beispiel noch. Ja, und überhaupt, wir haben so viele Gegenden überhaupt Da nicht. waren wir auch nicht jetzt. Das habe ich mir auch noch nicht genau angeschaut. Und außer, Weil ich bin da immer nur herumgerannt. und da in die Dings sind wir auch noch nicht gegangen, ob man in Dann. den Tunnel rein kann. Vielleicht gibt es so einen zweiten Ja, Bereich. genau, da haben wir auch noch gar nichts. Also das nicht, aber das, was Wisst ihr vorher was? war. Einen Part machen wir noch, egal was passiert. Und dann, oh, dann war es das. Okay, Okay. ja. In der Werkstatt haben wir auch noch gar Ja, nichts bis zum gemacht. nächsten Mal. Okay, ja. Und hier sehen wir uns dann gleich wieder. Macht's gut, bis gleich. Tschüss.